Magie war nicht wie andere Kinder, er spielte meist allein. Doch wünschte er sich kaum etwas mehr, als wie die anderen zu sein. Und sein Lächeln war offen und frei, doch sein Blick war seltsam leer. Er war blind seit seiner Geburt, es war Nacht rings um ihn her. Einmal stellte er mir die Frage, wie sieht ein Schmetterling aus? Ist er vielleicht rot und gelb und blau, wie die Blumen vor dem Haus? Buggy und ich gingen manchmal spazieren, ich hielt ihn an der Hand. Ich sprach von der Wiese, durch die wir gingen, und dem weiten grünen Land. Gelb ist das Kornfeld und braun die Erde, blau die Berge am Horizont. Dort im Bach liegt ein großer Stein, auf dem sich ein Schmetterling sonnt. Und da stellte er mir die Frage, wie sieht ein Schmetterling aus? Ist er vielleicht rot und gelb und blau, wie die Blumen vor dem Haus? Dann packten wir eines Tages die Koffer und fuhren in die große Stadt. Dort im Krankenhaus gab es einen Arzt, der uns doch noch Hoffnung gab. Und ich dachte an Buggys Frage, wie sieht ein Schmetterling aus? Ist er vielleicht rot und gelb und blau, wie die Blumen vor dem Haus? Zwei Wochen später, dann kam der Tag, als man Buggy den Verband abnahm. Da geschah es, dass ein Schmetterling durchs offene Fenster kam. Es gibt manchmal Dinge in unserem Leben, die gehen über den Verstand. Denn ich spüre es, dieser Schmetterling setzte sich auf Buggys Hand. Und da hörte ich Buggy sagen, ich kann den Schmetterling sehen. Er hat geweint und sagte leis, diese Welt ist so wunderschön.